Kiwibaum, VBT, Vorrunde 1, jo. VBT 2018 werte die Klicks. Ich wegen meiner Bitch, du sicherlich nicht. Egal, gegen dich wird's auch ohne reichen. Die Vorrunde 2 kannst du dir jetzt streichen. Ihr wollt krasse Lines mit Gegnerbezug. Okay, also, ich finde meinen Gegner nicht gut. Ich würde nie sagen, dass du scheiße rappst. Nicht, weil es nicht stimmt, ich bin einfach nur nett. Ich scheiße auf deinen kleinen Bekanntheitsgrad und stelle fest, du bist hochgradig anscheißbar. Du behauptest, du kriegst Steuergelder vom Papa-Staat. Das nennt man Hartz IV, das hat sich bezahlt gemacht. Mit deinem Scheiß-Text rennst du gegen eine Mauer. Meine Punches kommen wie Schüsse, Tilted Towers. Deine Füße voll mit übergroßen Hühneraugen. Bei meinen Eiern machen übergroße Hühneraugen. Was redest du von Rapper mit deinem hässlichen Gesicht? Trottel, Alter, mit einer Maske haben deine Worte kein Gewicht. Der Gun-Gruppen-Rapper Mr. Flame will ein bisschen Fame, aber das hier ist das VBT und nicht die Hall of Shame. Geh mal weg, du Lappen, es ist einfach nicht zu fassen, dass solche Opfer hier immer von Technik quatschen. Es ist klar, ihr fliegt so sicher raus. Und wenn du einmal dabei bist, dann hör doch auch mit deinen Let's Plays auf. Mr. Flame, ich gab mir meinen Gegner, kam auf sein Kanal, lachte laut, ein Gamer. Bei 190 Abos, 20 Klicks, ein schwacher Trost. Ab nächster Woche hast du Zeit für Videos. Meine Fans, Westside und 8 Mile. Deine Fans, Let's Plays und Ape Crime. Du droppst Zeilen wie keine Mörderflows. Nur hässliches Gesicht, doch im Endeffekt puncht das nicht. Wenn man seine Fresse in der Quali versteckt, egal aus sehen, Dissen kommt bei den Kiddies Hammer fett. Mit der Strumpfhose auf dem Kopf wächst du lächerlich. Wie willst du sowas sehen? Zieh die aus, sonst verletzt du dich. Ich hau dich in die Pfanne wie ein Eierkuchen. Du bist Ostern in Person, bei dir muss man die Eier suchen. Jetzt bist du sauer, komm, ich mach dich halb auf den Nieder. Ein Schlag, du drehst dich wie mein Schallplattenspieler.